Sie heißen Vergrämer, Häkelschwein oder Gebenedeite und tippen begeistert in maximal 140 Zeichen, was sie gerade tun oder machen oder denken. Und andere lesen das mit der gleichen Begeisterung. Natürlich im Internet. Twitter heißt der Dienst, zwitschern auf Deutsch. Und das tun mittlerweile Millionen weltweit. Michaela von Eichberger ist eine von ihnen. Vor einigen Monaten hat sie beschlossen, alle Leute zu malen, die ihre Texte regelmäßig lesen. Ohne sie persönlich zu kennen, wohlgemerkt. Auch Aachener sind dabei. Ihre Idee vom Malen hat sich komplett verselbstständigt. Mit einer Ausstellung ihrer Bilder tourt sie durch Deutschland. Am Wochenende war Eröffnung in Köln. 247 Notizbücher sind inzwischen schon voll mit Zeichnungen. Zeichnungen von Menschen, die Michaela von Eichberger noch nie gesehen hat. Als Frau Frauenfuß kommuniziert sie zwar täglich mit ihnen, doch weiß sie nicht mehr über diese Personen als das, was sie in 140 Zeichen so austauschen. Also ich sag mir immer, das, was jemand twittert, so ist er auch. Und das, in vielen Fällen ist das einfach so. Die Menschen, die schreiben, was lesen sie, welche Kinofilme sehen sie, was machen sie so den ganzen Tag. Und das ist ja, ich finde das ja immer sehr aussagekräftig. Und anhand dieser Tweets, dieser Kurznachrichten, erstelle ich ein kleines Psychogramm und stelle mir einfach vor, wie ist dieser Mensch und was könnte zu ihm passen. Dabei kommt es zu erstaunlichen Übereinstimmungen, behaupten die Gezeichneten. Ja, ich fühle mich sehr gut getroffen. Also gerade allein das Kleidchen, sowas habe ich tatsächlich zu Hause. Ich habe die Locken mitgebracht heute, also hat sie gut gemacht, Frauenfuß. Eine aktuell angefangene Zeichnung will Michaela von Eichberger heute vor Ort noch zu Ende malen. Denn der Aachener Volker Goebbels ist heute persönlich erschienen. Volker Goebbels, das ist jemand, der ist einfach, das ist ein ganz skurriler Typ. Er schreibt sehr, sehr witzige Sachen. Ich verfolge ihn schon ganz, ganz lange, eigentlich fast von Anfang an. Und deswegen möchte ich diese ganze Zeichnung sehr skurril halten, ein bisschen überbordend und witzige Elemente drin. Und dann ist mir auch ganz wichtig, dass ein Stück Aachen zu sehen ist und das Ganze in so einem Monitor, weil er eben auch einfach ein Technikmensch ist. Die letzten Feinheiten. Und fertig. Hallo. Ja, das ist jetzt deine Zeichnung. Und da hatte ich eben jetzt gehofft, dass es ein Kunstwerk entstanden ist, was dir entspricht, deinem Wesen entspricht. Das passt ziemlich gut. Ich bin unheimlich aufgeregt. Also ich fühle mich ziemlich geehrt. Und mache meine Umgebung schon seit Wochen damit nervös. Ich bin begeistert. Und wie das bei Twitter so ist, das Ereignis wird sofort festgehalten, ein paar Klicks und das Foto ist schon kurze Zeit später für alle zu sehen. Aus dem Computer rein ins Leben. Viele Twitterer sind zu Frauenfuß-Ausstellung deutschlandweit angereist und sehen sich heute auch zum ersten Mal. Manche wie der Antiquar Tobias Wimbauer haben schon ihre Zeichnung. Alle anderen hoffen darauf, dass Michaela von Eichberger für sie persönlich ihre Stifte zückt. Von Frau Frauenfuß gemalt zu werden, ist in der Twitter-Szene eine Auszeichnung. Inzwischen lesen die Nachrichten der Grafikdesignerin 5600 Leute. Die Leute fingen an, das ernst zu nehmen. Die haben mir dann sogar kleine Briefings geschickt, was sie denn genau in dieser Zeichnung drin haben möchten. Und dadurch fing ich auch immer mehr an, diese Spaßaktion, die anfangs wirklich nur ein Spaß war für mich, immer ernster zu nehmen. Und das hat sich dann so verselbstständigt und macht mir auch so einen großen Spaß. Das ist ein kreativer Input für mich. Und ich versuche den Menschen auch eine schöne Inspiration zu geben mit meinen Zeichnungen. Inspiration auch für interessante berufliche Projekte untereinander und das Vernetzen von Leuten, die sich ohne das Internet nie kennengelernt hätten. Und solange es Spaß macht, ist für das Projekt Ich male meine Follower für Michaela von Eichberger noch lange kein Ende in Sicht. Twitter.com